Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schmecke ich einen Make-up-Look mit meinen Zop My Stash Produkte. Also das heißt, es sind Produkte, die ich herausgesucht habe aus meiner Sammlung, die ich gerne ausprobieren möchte, mal testen möchte, wie die so sind. Dementsprechend habe ich die jetzt herausgesucht und möchte die heute gerne euch in einem Make-up-Look gerne zeigen, wie die Produkte so performen, wie die so pigmentiert her sind. Ja, und wie gesagt, mal schauen, wie der Look dann aussehen wird. Da fangen wir mit dem Primer an, den ich herausgesucht habe. Das ist nämlich aus einer LE von Essence, die Catching Clouds. Der Mousse Primer, der kommt so in einen Tiegel. Wie ihr seht, ich habe den jetzt schon ein paar Mal so schon mal ausprobiert, getestet, wie er so ist. Von der Textur her ist er schon etwas fester. Also er ist nicht so cremig, wie man das sonst von Mousse Produkten mal kennt, weil Mousse Produkte sind von der Textur her sehr mousseig. Lassen sich sehr schön verblenden, einarbeiten. Und das ist halt immer von der Konsistenz her eher so Mousse-Gel-artig. Wie gesagt, der ist so leicht hell. Also, aber wie gesagt, das ist für mich nicht so ein richtiges Mousse-Produkt, sondern es ist wirklich so ein geliges Mousse-Produkt, wenn ich das so beschreiben kann. Weil es, wie gesagt, kein richtiges Mousse-Produkt, was man sonst von Mousse-Make-up man kennen würde. Das verteile ich auf meine Hände und verteile das so überall auf meine Haut. Also verteile das der sich schon sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, es ist kein richtiges Mousse-Primer, wie es auf den Beschreibung her beschrieben worden ist. Also wie gesagt, das ist mehr so eine gelartige, mussige Textur. Das kann ich, glaube ich, so am besten beschreiben. Was ja nicht schlecht ist, aber man sollte es dann nicht so nennen, dass es ein Mousse Primer ist. Oder wie gesagt, ich habe auch andere Vorstellungen, vielleicht für ein mousseartigen Produkt, kann ja sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denn davon haltet und wie ihr das so, wie eure Meinung dazu ist. Weil ihr habt ja das ja gesehen in den Tiegel, wie das so aussieht. Und es ist, wie gesagt, kein richtiges Mousse-Produkt, was man so kennt. Und die Foundation, die ich jetzt auftrage, ist die Maybelline Luminous Smooth, die Fit Me. Genau, für normale und bis trockene Haut. Das ist dieses Produkt hier. Hier habe ich die Farbe 110. Das ist der perfekte Farbton her. Vom Unterton her lässt sich sehr, sehr schön andere beiden verteilen. Ist auch ist nicht fest, von der Textur her in keine cremeartige Textur, sondern schon so eine etwas flüssigere, aber nicht zu flüssig. Und dafür nehme ich jetzt den Pinsel von Luvia, den Divine Red aus dieser Reihe. Wie gesagt, ich kann es euch jetzt so nicht mehr sagen, ob es die Pinsel so noch gibt, aber es gibt ja immer wieder Luvia Pinsel, die so halt sehr gut zum Einarbeiten von der Foundation ist. Also die fließt schon, aber nicht zu stark. Da gebe ich jetzt ein bisschen Produkt drauf auf den Pinsel. Und das verteile ich dann jetzt. Also wie ihr sehen könnt, lässt er sich sehr, sehr schön einarbeiten, verteilen.
Also wie gesagt, es lässt sich sehr, sehr schön eine Arbeit verteilen. Na, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen unter meine Augen, dass auch hier Produkt hier unten drunter auch gelangt. Weil nicht, dass es dann nachher so komisch ungleichmäßig aussieht. Und wegen meiner Nase, ich muss mich da auch nicht rechtfertigen, warum ich meine Nase auslasse. Es sieht einfach schrecklich, muss ich sagen, aus, wenn ich das noch auf meine Nase geben würde, weil ich habe zu vergrößerte Poren auf meiner Nase und das sieht einfach schrecklich aus. Und dadurch, dass ich auch die Brille trage, sieht einfach beschissen aus. An dieser Stelle für die, die sich vielleicht fragen, warum lässt sie die Nase aus? Weil es sieht einfach schrecklich aus. Die ölt auch nach. Und da würde die Foundation sowieso nicht drauf haften bleiben. Und deswegen, wieso sollte ich hier dein Produkt drauf tragen, wenn es sowieso im Laufe des Tages abgetragen wird? Also deswegen, nee. Dann lasse ich gleich diese Partie aus. Aber wie gesagt, ich muss mich da auch nicht rechtfertigen, warum ich da diese Partie auslasse. Weil ich habe es probiert, ich habe es mehrfach und als ich das versucht habe, es sah immer schrecklich aus. Tut mir leid, so zu sagen, aber es ist so. Es ist auch nicht irgendwie jetzt böse gemeint, dass es irgendwie rüberkommt. Ach, nein, ich möchte einfach das mal erklärt haben. Wie gesagt, ich muss mich auch nicht rechtfertigen oder so, aber wie gesagt, wollte es einfach mal an dem Punkt mal erwähnt haben. Weil es sieht einfach, wie gesagt, so schrecklich aus. Nee. Und dann muss ich immer wieder nachschauen, ob es bei meiner Nase das Produkt noch sehr gut drauf haften bleibt. Nee. Darauf habe ich, das möchte ich dann nicht. Deswegen lasse ich die Partie einfach aus. Klar wünsche ich mir auch, dass sie ohne Probleme irgendwie auf meine Nase das Produkt verteilen kann. Aber wie gesagt, es wird einfach zu schrecklich einfach aussehen. Weil ich habe das privat mal ausprobiert und ich dachte mir im Spiegel, nee, das Produkt muss ich auf die Nase abnehmen, weil es sieht, wie gesagt, einfach schrecklich aus. Weil das kann ich einfach nicht. Ich fühle mich auch nicht damit, nicht irgendwie zufrieden oder auch nicht irgendwie. Da fühle ich mich einfach da unwohl, wenn ich weiß, irgendwie auf meiner Nase sieht das Produkt schrecklich aus. Nee. Also die Foundation ist eine richtig gute Foundation, die sehr, sehr schön sich verteilen lässt, einarbeiten lässt, die gleichzeitig etwas feuchtigkeitsspendend ist. Und wie gesagt, das ist auch eine meiner Lieblingsfoundation lange Zeit gewesen. Aber wie gesagt, ich habe die schon lange Zeit einfach nicht mehr in Verwendung gehabt. Deswegen dachte ich, probiere ich die nochmal aus. Du hast dieses Produkt in deiner Sammlung und dementsprechend habe ich das jetzt in diesem Video und in mein Stash mit reingenommen, das Produkt von Maybelline. Und dann pudre ich das Ganze ab. Das ist jetzt kein Sub My Stash Produkt, aber ich habe auch kein Puder nicht, was ich mir herausgesucht habe. Und da verwende ich jetzt das Produkt von Re Vedelup, das Pro Collagen Powder, mattiert die Haut, vielleicht einen natürlichen Ton. Das ist schon die zweite Verpackung, die ich jetzt in Verwendung nehme. Ja, Mist. Wenn ich jetzt den Klebi hier abkriege, natürlich gut vorbereitet mal wieder. Nee, das lasse ich, weil das wird einfach zu lange dauern. Okay, dann pudre ich halt eben mein Gesicht halt nicht ab. Na gut. Es ist auch nicht so schlimm.
hier habe ich noch ein bisschen Puderprodukt drauf, dann pudere ich wenigstens meine Augenpartie ein bisschen ab, mein bewegliches Lid, gleich wo nämlich der Lidschatten drauf kommen wird, damit da einfach es nicht ölig oder fleckig dann aussehen wird, sondern dass eine matte Basis dadurch schon mal geschaffen wird. Dann kommen wir halt eben jetzt zu dem Bronzer. Und da habe ich das Produkt von Catrice, den Matte Face Body Bronzer. Das ist dieses Produkt hier, das war wie gesagt aus einer LE, die Tropic Exotic Matte Face Body Bronzer, Exotic Glow. Ja, also mit 30 Gramm braucht ihr wirklich keine anderen Bronzerprodukte nicht mehr. Und da nehme ich den For Your Beauty Pinsel, den gab es mal im Frühling, Sommer. Warte mal, in welchem Jahr jetzt? Boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Weil es, wie gesagt, auch schon etwas länger her, wo der Pinsel gegeben hatte von For Your Beauty. Also der lässt sich sehr, sehr schön verteilen, ist sehr natürlich, ist auch nicht irgendwie zu dunkel, sondern sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hat auch keinen richtigen Duft nicht, also das ist ein schönes Produkt. Jetzt kommen wir zu den Highlighter und da habe ich den Highlighter aus dem Make-up Revolution Adventskalender. Und da nehme ich ebenfalls den Pinsel von For Your Beauty. Das ist halt schon so ein Champagner, der so leicht ins Goldige geht, aber trotzdem nicht zu dunkel nicht aussieht, sondern einen sehr, sehr schönen Unterton hat. Also für mich ist es auch der perfekte Highlighter-Ton, der nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm ist, sondern genau passend den perfekten Unterton hat. Ja, und wie ich jetzt sehe, Mist, ich sage ja, ich bin sehr, sehr gut wieder mal vorbereitet. Ich habe hier die Lidschattenpalette nicht liegen an meinem Schminkplatz. Kleinen Moment, ich weiß, welche ich mir raussuche. So, da habe ich die. Das ist die von Essence aus der Disney Princess LE. Aus der ersten Disney Prinzessin LE. Das ist jetzt die Prinzessin mit der Jasmin, diese Palette. Die ist relativ lila, violettstichig, hat auch so einen gelblichen Ton, aber dann habt ihr hier so einen bläulichen Ton. Also damit könnt ihr sehr, sehr schöne, ausdrucksstarke Augen-Make-up-Look schminken. Und für das komplette Lid nehme ich diesen vanilligen, Creme Brûlée-artigen Ton. Und den gebe ich jetzt auf mein komplettes bewegliches Lid. Und dann für meine Lidfalte, was ich jetzt nehme, ist dieses Gelb. Das ist schon so ein Sonnengelb, wenn man das so sagen kann. Und für das bewegliche Lid nehme ich jetzt diesen dunklen, burgunderbräunlichen Ton. Wie gesagt, das ist so ein leichter Burgunderton.
Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. So, das waren jetzt die matte Farbtöne. Jetzt kommen wir zu den schimmrigen Tönen. Da nehme ich jetzt den Ton. Bei der ersten Disney LE gab es auch noch keine Farbnamen, noch nicht. Deswegen kann ich euch jetzt nur die Farbtöne zeigen, die ich verwenden werde. Und da nehme ich jetzt den Ton. Den goldigen nehme ich und den mische ich mit den. Das ist gar nicht mal so einfach. Da nehme ich diesen lilastichigen. Die kombiniere ich jetzt beide miteinander. Und das gebe ich jetzt auf mein komplettes bewegliches Lid. Das mache ich auf die andere Seite genauso. Klopfe es ein bisschen ab und dann tupfe ich das leicht in tupfende Bewegungen. Dann nehme ich noch etwas Produkt von dieser Farbe, von der lila-stichigen Lidschattenfarbe, damit es einfach ein bisschen intensiver wird. Und zum Abschluss, damit es ein bisschen einheitlicher, ein bisschen die Übergänge mehr geschaffen werden, nehme ich diesen lila-violetten Ton und den verblende ich jetzt ein in der Lidfalte. Ob man jetzt den Unterschied sehen wird, weiß ich nicht. Das ist wieder mal ein typisches Kuddelmuddel-Video. Wieder super vorbereitet, die Lidschattenpalette nicht an den Platz gehabt, also, aber das ist jetzt so der fertige Look. Mit dieser Lidschattenpalette, also wie gesagt, die sieht so aus, also wie gesagt, an sich ist es wirklich eine schöne, schon auffälligere Lidschattenpalette. Da bin ich mal gespannt, welche Augen-Make-up-Looks ich mit dieser Lidschattenpalette noch schminke werde. Weil wie gesagt, das ist jetzt so der fertige Look. Wie ihr sehen könnt. Und jetzt kommen wir zum an den allerletzten Produkt für dieses Video. Und da verwende ich das Produkt von Twinned Up, der Water Drop Lip Color in die Variante 10. Das ist halt so dieser Lippenstift, Stiftform, der so aufdrehbar ist. Das ist so ein schöner, ja schon Rosenholz, ein wärmerer Rosenholzton. Den gebe ich jetzt auf meine Lippen. Weil da hätte ich jetzt lieber die Lippen etwas dezenter, weil das Augen-Make-up ja schon etwas kräftigerer ist. Und deswegen habe ich jetzt mich für den entschieden. Ich habe zwar auch ein anderes Produkt gezeigt,
gehabt in mein Stop My Stash, aber ich dachte, nee, ich nehme den, vielleicht hat der ein oder andere dieses Produkt hier vielleicht selber zu Hause, weil der war auch mal in den Turn It Up Adventskalender drin gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, von welchem Jahr, kann ich jetzt euch gar nicht mehr sagen. Es ist schon Jahre jetzt schon her, wo ich den drin hatte. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der fertige Look. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt dieser Look, den ich geschminkt habe mit den Produkten. Klar, das werde ich noch irgendwie, sieht irgendwie balkenartig aus. Aber na gut, ich werde ja noch Fotos, Bilder noch dann, mit dem Look noch machen. Vielleicht sieht es dann nicht so aus. Weil wie gesagt, in den Videos sieht es vielleicht extremer aus, obwohl das gar nicht so ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst ein Video gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, was ihr zu dem Look sagt, was ihr von den Produkten haltet, ob ihr vielleicht das eine oder andere Produkt vielleicht selber zu Hause habt in den Schubladen. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr das ein oder andere Produkt, wie gesagt, selber vielleicht zu Hause habt und vielleicht sogar vergessen habt, dass ihr das vielleicht selber zu Hause habt. Ja, das war's auch mit dem Video. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann noch eine schöne Woche. Und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal, so ein neues Video auf meinem Kanal. Tschüss!